Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittag sind die russische Suppe Щи. Und koche ich heute mit Rindfleisch, dass ich eine kräftige Brühe bekomme, weil meine Kinder sind krank und da muss ich die ein bisschen versorgen. Und diese Suppe macht wirklich gesund durch das Sauerkraut und viele Vitamine. Das wärmt die ganze Seele. Das wird man schnell gesund. Und wenn ihr Interesse habt, wie koche ich diese Suppe, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Schaut, wie lecker sieht das aus. Und duftet sehr, sehr, sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Als Erste werden wir jetzt das Fleisch stellen zum Aufkochen. Fleisch habe ich abgespült kalt und gebe jetzt kaltes Wasser. Den Prinzip von kaltem Wasser übergießen und heißem Wasser übergießen wisst ihr bestimmt. Wenn wir möchten gerne jetzt für die Suppe eine schöne Brühe erzielen, übergießen wir mit kaltem Wasser. Das Wasser kann alles aus dem Fleisch rausziehen in die schöne Brühe. Wenn wir möchten aber Fleisch zubereiten, geht es um Fleisch, dann muss man übergießen mit dem kochen heißen Wasser, dann schließen Sie von allen Seiten Poren zu und bleibt den Fleisch saftig. Ich übergieße jetzt den Fleisch, das er steht im Wasser und lasse ihn nur kurz aufkochen. So, jetzt steht es im Wasser, stelle auf den Herd. Deckel zu und lassen wir es aufkochen. Schaut, jetzt das Wasser fängt schon fast zum Kochen. Wir dürfen nicht zulassen, dass es richtig kocht. Sonst wird die ganze Schaum, diese Eiweiß, wird zusammen machen und wird in die Brühe schwimmen. Ich mache das erste Wasser jetzt komplett weg und spüle den Fleisch nochmal mit kaltem Wasser ab. So, das Fleisch habe ich jetzt ausgespült mit kaltem Wasser. Stelle wieder auf den Herd, übergieße wieder mit dem kalten Wasser und kochen wir das nochmal auf. Und wenn das jetzt der zweite Schaum hochkommt, müssen wir den Schaum dann abmachen. So, bevor es richtig aufkocht, nehmen wir auch noch den Schaum ab. Schaut, er ist jetzt weiß, nicht mehr so grau und blütig. Das nehmen wir aber trotzdem ab. Und werden wir unser Fleisch auf so eine mittlere Stufe kochen. Es darf nicht richtig sehr stark sprudeln kochen, sonst wird die Brühe so drüber. Wenn wir wollen eine klare Brühe haben, müssen wir langsam kochen. Gebe ich jetzt dazu ein Zwiebel. Es hätte gerne hier noch eine Möhre. Leider, ich habe vorgestern meine alle Möhren verarbeitet, angefroren und getrocknen lassen. Hier im Teebeutel habe ich jetzt gefrorene Dillstiele, Petersiliestiele und von grünen Sellerieblätterstiele. Nur dass die hier mehr nicht rumschwimmen, habe ich dann in die Teebeutel reingemacht. Ein Loberblatt und dann habe ich noch ein Beutelchen, genau sowas, reingemacht. Nur die Stiele und gebe hier noch Pfefferkörner. Mache es zu und lassen wir unser Fleisch mindestens 1,5 Stunden köcheln lassen. Richtig schön langsam, weil wir möchten gerne schöne Brühe haben. Und wie gesagt, wenn ihr Möhrchen habt, wäre es schön, jetzt noch eine Möhrchen mit dazu geben. Das Wasser soll nur leicht sieden. So, das Fleisch kocht schon eine Stunde. Schaut ihr. Es kocht ganz, ganz langsam. Und die Brühe ist total klar. Jetzt stellen wir noch eine Pfanne auf den Herd. Geben wir da Öl, so 2 Esslöffel wird reichen. Lassen wir erstmal Öl heiß werden. So, wenn Fett jetzt heiß geworden, geben wir den Zwiebel
auch einfach in kleine Würfelchen geschnitten. Braten wir Zwiebeln, bis das er seine Rostaroma gibt und riecht sehr schön. So, die Zwiebel fängt schon gelblich sein, fängt schon zu anbraten, riecht auch schon angenehm. Können wir schon jetzt die Möhren reinmachen. Möhren in meinem Fall sind gefroren, habe die bisschen schon aufgetaut. Und Möhren kann man oder auf die grobe Reibe reiben, oder wie ich zum Beispiel in kleine Würfelchen schneide. Die Deckel zu und einfach ein paar Minuten schmoren. So, schauen wir nach unseren Möhrchen. So, sieht schon gut aus. Möhrchen werden schon langsam weicher. Jetzt machen wir in die Mitte Platz und geben wir Tomatenmark rein. Tomatenmark kann man auch weglassen, aber mit Tomatenmark die Suppe hat schönere Farbe, nicht so blass. So werden wir jetzt erstmal alles mit Tomatenmark anbraten. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen wie immer unten in der Beschreibung. Schaut ihr bitte, liebe Freunde, da. Und zum Schluss kommt dann Sauerkraut. Sauerkraut, wenn die zu sauer ist, einfach unter dem kalten fließenden Wasser abspülen, auf den Sieb geben und dann ist sie nicht so bissig sauer. So, jetzt gebe ich den Sauerkraut rein. Eventuell kann man Sauerkraut auch gleich in den Topf geben, aber habe ich mal probiert so zu machen und kommt mir vor, das schmeckt besser, weil Sauerkraut wird so ein bisschen hier gedünstet. Und den Kartoffel wird dann nicht so schnell scharf durch das Kohlensäure. So, umrühren und geben wir ein bisschen Wasser. Ich gebe gleich aus Wasserkocher, heißes Wasser, dass den Kochvorgang nicht wird unterbrochen. Und wir haben dann ein bisschen Flüssigkeit, wo den Kohl kann schmoren. Ich kann noch ein bisschen geben. So, umrühren, dann würzen wir auch gleich. Bisschen schwarzer Pfeffer, bisschen Kümmel für die Verträglichkeit und bisschen Salz. Komplett werden wir würzen dann in die Suppe. Nochmal umrühren und lassen wir unsere Kohl so ungefähr so 15-20 Minuten Deckel drauf und langsam schmoren lassen. So, es ist jetzt 1 Stunde und 45 Minuten vergangen. Können wir mal testen, wie weich unser Fleisch ist. Es ist wirklich sehr, sehr weich. Können wir jetzt rausnehmen. Und danach können wir das Fleisch in die kleineren Stückchen schneiden für den Suppe. Wieder dann zurückgeben. Nehmen wir auch Beutelchen mit Kräuter raus, Zwiebeln. Unsere Brühe ist richtig schmackhaft und klar. Und jetzt können wir Kartoffeln reingeben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch auch zusätzlich durch den Mulltuch durchsieben. Ich gebe jetzt den Kartoffel rein, in kleine Würfelchen geschnitten, so mittelgroß. Und lasse erstmal Kartoffel kochen. Ungefähr so 15 Minuten oder 10 Minuten. Musst ihr wissen, was für so eine Kartoffel habt ihr genommen. Einfach mal ein bisschen reinstechen. Er muss sozusagen fast gar sein. So, und schauen wir natürlich auch nach unserer Kohl hier. Der Kohl geht auch gut. Könnt ihr mal probieren. Wenn es zu sauer ist, kann man auch ein bisschen Zucker dazu geben. Kenne ich auch. Viele geben den Zucker da rein. Probiere mal kurz. Durch dass ich Kohl mit kaltem Wasser abgespült, ist die jetzt einfach perfekt. So, Kartoffel kocht jetzt 10 Minuten. Das werde ich erstmal testen, wie es aussieht. Ja, das kann man schon durchdrücken und jetzt kommt unsere Kohlmischung jetzt hier rein. So, schaut ihr, was für so eine tolle Suppe wird.
decken wir zu und köcheln wir noch so ungefähr so 15 Minuten. Es muss auch nie sehr stark Sprudel kochen, einfach ganz normal köcheln lassen. So, nach 15 Minuten können wir schon restliche Zutaten zufügen. Das ist den klein geschnippelten Fleisch. Fleisch hier spielt keine große Rolle. Es geht um die gute Brühe. Aber das Fleisch geht natürlich auch wieder zurück. Und zum Schluss geben wir auch noch Knoblauch. Knoblauch muss unbedingt da sein. Auch ein bisschen Kräuter. In meinem Fall ist das Petersilie. Gefrorene Petersilie. Und dann probieren. Nach Salz, nach Gewürze und könnt ihr natürlich nach eurem eigenen Geschmack auch anwürzen. Die Suppe kann man sogar abends kochen für den nächsten Tag. Und wenn die über Nacht zieht, schmeckt am nächsten Tag noch viel besser als so frisch gekocht. Jetzt probieren wir. Bisschen Salz fehlt es. Gebe ich noch ein bisschen Salz. Aber sehr angenehme Säure, absolut nicht sauer. Und nur ist es nur dadurch, dass wir mit kaltem Wasser das Sauerkraut abgespült haben. Und ein bisschen noch Pfeffer. Wenn ihr möchtet, was Scharfes, kann man auch ein bisschen oder Cayennepfeffer oder Chilipfeffer dazu geben. Und jetzt nun kurz aufkochen und dann den Herd ausmachen. Und lassen wir unsere Suppe ungefähr so knappe Stunde wenigstens ziehen. Wenn es die Suppe abgekühlt ist, danach kann man die aufwärmen. Eins musst ihr nur aber aufpassen beim Aufwärmen. Ihr dürft das nur aufwärmen, nicht aufkochen. Wenn eure Suppe aufkocht, wird Kartoffel sehr hart. So, meine Lieben, wir sehen uns nach einer Stunde, wenn wir dann mal schon servieren. So, meine Lieben, unsere Suppe steht schon ganze Stunde einfach auf dem Herd und ruht. Und so sieht sie aus. Schaut ihr. So ein großer Topf. Lecker. Und jetzt können wir servieren. Und Konsistenz natürlich könnt ihr euch anpassen nach eurer eigenen Geschmack. Ob ihr möchtet etwas dicker oder möchtet ein bisschen mehr Brühe, da ist auch kein Problem, jetzt zum Beispiel einfach kochendes Wasser dazu geben. Schaut, köstlich. Dazu kommt noch ein bisschen Grünes und natürlich Schmand darf auch nicht fehlen. Oder in meinem Fall Creme Fraiche. So, meine Lieben, sind wir heute wieder mal fertig. Haben wir uns leckere, gesunde Suppe gekocht. Besonders jetzt im Herbst, wo kommt jetzt wieder die Grippewelle und so. Das wärmt die ganze Seele durch. Besonders mit dem Sauerkraut. Das schmeckt so lecker. Und Sauerkraut hat so viele Vitamine, sogar wenn die gekocht wird. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, danach einen guten Appetit. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!